Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. So, ich wollte euch ein paar Dehnübungen zeigen, weil viele Mädchen bestimmt Spagat lernen wollen. Unter anderem eine meiner Freunde und ich zeige euch jetzt einfach mal ein paar Dehnübungen, die ich so drauf habe. Beziehungsweise die ziemlich gut für euch sind. So, ich stelle euch mal hier hin. So, und zwar braucht ihr eine Erhöhung. Es ist am besten wäre eigentlich eine Ballettstange. Die ist hier aber nicht gegeben. Daher nehmen wir die Fensterbank. So, ihr macht euer Bein hier hoch. Achtet darauf, dass euer Bein komplett gerade ist. Euer Oberkörper auch. Und dann geht ihr einmal ins Plié und hoch. Und das machen wir jetzt 10 Mal. Plié, hoch. Plié, hoch. Plié, hoch. Und immer schön darauf achten, dass ihr schön gerade seid. Mir persönlich haben diese Dehnübungen am besten geholfen. Plié, hoch. Plié, hoch. Plié, hoch. Und am besten hier auch schön den Fuß gestreckt haben, damit ihr auch nochmal euren Spann dehnt und so ist nochmal das ganze Bein ein bisschen besser gedehnt. Dann legt ihr euch auf euer Bein schön nach vorne. Und ja, das hier halten wir jetzt einfach mal ein bisschen. Für sagen wir 20 Sekunden. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. 3, 2, 1. Und wieder aufrichten. Jetzt geht ihr einmal ins Relevé. Das ist, wenn ihr auf die Zehenspitzen geht. Ich benutze hier ein paar französische Ausdrücke, einfach weil ich es so gelernt habe im Ballett. Und es hat überhaupt nichts damit zu tun, ob ihr Ballett macht und den Spagat könnt. Eine Freundin von mir zum Beispiel, die kann den Spagat, aber macht kein Ballett. Also das ist jetzt nicht davon abhängig, ne? Ihr müsst einfach euch dehnen. So, dann nehmt ihr euren Fuß, knickt ihn hier so ein bisschen ein. Das ist jetzt eher keine Übung für Fortgeschrittene. Und legt euch auf den Fuß. Das halten wir jetzt auch für 20 Sekunden. 10, 9, nee, was für 10 und 8? 20. 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ihr geht wieder hoch und streckt euer Bein. Jetzt geht ihr mit dem Oberkörper über die Seite und zwar so. Das halten wir jetzt auch für 20 Sekunden. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ich kann euch nicht versprechen, dass es wirklich bei jedem klappt. Aber das waren einfach die effektivsten Übungen, die ich jetzt habe. Ihr müsst natürlich über Monate verteilt das immer wieder machen, am besten jeden Tag. Dadurch wird es auch. So, jetzt drehen wir uns zu Bein, hier so, und gehen nach unten. Eins, zwei, wie so eine Welle. Das machen wir 10 Mal. Eins, zwei, drei. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Am besten ist dabei, wenn ihr mit dem Kopf so zuerst und dann wieder nach oben. So, das machen wir jetzt umgekehrt und zwar zuerst mit dem Rücken und nach oben. So. Auch wieder 10 Mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
Sieben, acht, neun, zehn. Gut. So, damit sind wir jetzt fertig. Wir lehnen uns nochmal zur Seite, aber nicht normal, sondern schwingen immer so ein bisschen mit. Und zwar 10-mal. Wichtig ist dabei, dass ihr wirklich gedehnt seid und einfach nur euch so ein bisschen bewegt. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. So, gut. Jetzt nehmen wir das Bein von unserer Erhöhung und machen das andere Bein. Bei mir ist persönlich das rechte Bein am besten, aber das ist bei jedem unterschiedlich. Ich bin zum Beispiel auch Rechtshänder, deswegen ist mein rechtes Bein besser. Bei manchen Leuten, die sind Rechtshänder und bei denen ist das linke Bein besser. Das ist auch unterschiedlich. Aber wir müssen trotzdem beide Seiten dehnen, leider. Ich würde auch am liebsten nur die rechte Seite dehnen, aber das geht nicht. So, okay. Auch wenn es hier vielleicht ein bisschen mehr weh tut, ihr müsst es halten. Das Bein bleibt gerade, das andere Bein auch gerade, beide Beine gerade, Oberkörper gerade. So. Wir fangen an und legen uns wieder aufs Bein. Zwanzig, neunzehn, achtzehn, siebzehn, sechzehn, fünfzehn, vierzehn. 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Super. Wir gehen nochmal ins Plié. Hier ist die Reihenfolge vielleicht jetzt ein bisschen anders, aber das ist nicht so schlimm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Plié, Relevé. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Relevé auch immer mit geradem Bein. 7, 8, 9 und 10. So, jetzt legen wir uns nochmal zur Seite über unser Bein. 20. 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. So, jetzt drehen wir uns wieder zu unserem Bein. Und machen wieder die Wellenbewegung. Wieder mit dem Kopf nach vorne. So. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Wieder an der Seite und wippen. Wieder 10-mal. Eins, zwei, drei, vier, fünf. 6, 7, 8, 9, 10. So, wir nehmen unser Bein wieder an uns ran. Ein bisschen zurück. Sekunde. So, und wieder nach vorne. Ah, 19, 18, 17, 16. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Wieder euer Bein gerade machen, runter von eurer Erhöhung und dann können wir auch gleich in den Spagat rutschen. Hierfür gehe ich in einen anderen Raum. Es ist nämlich besser, wenn kein Teppich auf eurem Boden ist. Hier befinden wir uns jetzt auf unserem Boden. Ich mache mal die Tür eben zu. Wie ihr seht, sind hier Fliesen. Am besten solltet ihr euch auch ein Outfit anziehen dafür, dass man so dehnen kann. Also nicht, dass ihr jetzt Jeans dafür anhabt, weil die reißt dann.
So, ich platziere euch mal hier. Und jetzt rutscht ihr in den Spagat. Ihr nehmt das Bein nach vorne und rutscht langsam in den Spagat, so weit wie ihr kommt. Tada! Und das ist auch der Trick. Ihr versucht den Spagat dann möglichst lange zu halten. Und das war es auch schon mit dem Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und wenn ihr mehr solcher Dehnvideos wollt, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Bye! Es hat mich sehr gefreut, dass ihr dabei wart.